Hallo meine Lieben, hier ist Mama Nadja mit deinem Kanal für Spielideen für zu Hause, Baby- und Kleinkindentwicklung, Montessori-Erziehung und positive Disziplin. Und wieder komme ich zu euch mit einem Beikost-Video. In diesem Video möchte ich euch erzählen, was sind die Besonderheiten der Beikost-Einführung, wenn man zu Hause Montessori-Prinzipien implementiert. Und gleich möchte ich sagen, dass Beikost-Einführung nach Montessori und Baby-led Weaning ziemlich ähnliche Prinzipien haben, die gehen Hand in Hand zusammen, und wenn du Lust hast, Beikost-Einführung nach Montessori zu machen, würde ich auf jeden Fall empfehlen, nach Baby-led Weaning zu schauen, sich darauf aufmerksam zu machen, weil dort sind genau die Prinzipien, die für Montessori wichtig sind. Und falls du keine Ahnung hast, was Baby-led Weaning ist, würde ich dir empfehlen, erstmal meine Videos anzuschauen. Die sind in der Infobox, die werde ich in der Infobox verlinken. Da erkläre ich, was genau Baby-led Weaning ist, was sind die Grundlagen, was sind die Vor- und Nachteile, und ich gebe euch auch praktische Tipps, wie man mit der Beikost nach Baby-led Weaning anfängt. In diesem Video möchte ich eher auf die Besonderheit der Montessori eingehen, im Beikost-Einführung aus Montessori Ansatz zu betrachten und euch ein paar Punkte nennen, die für Montessori wichtig sind und wie eigentlich Beikost-Einführung nach Montessori erfolgt. Was sind die Besonderheiten der Beikost-Einführung nach Montessori? Was macht es besonders und wie kannst du das zu Hause implementieren? Als erstes möchte ich über die Grundprinzipien reden, was Montessori-Ansatz ausmacht, und da diese Prinzipien bilden die Grundlage auch bei Beikost-Einführung, und man kann ja besser verstehen, wieso man mit Beikost genau auf diese Art und Weise anfängt. Und das erste, worüber ich sprechen möchte, ist die Selbstständigkeit. In Montessori wird sehr stark die Selbstständigkeit des Babys, die Selbstständigkeit des Kindes gefördert. Es gibt einen sehr bekannten Spruch von Maria Montessori: Hilf es mir, selbst zu tun. Die Bedürfnisse des Kindes, des Babys, stehen im Mittelpunkt, und Maria Montessori hat erkannt, dass das Kind ein großes Bedürfnis nach Selbstständigkeit hat. Und dieses Bedürfnis wird in Montessori-Pädagogik sehr unterstützt. Genauso ist es mit Beikost. Man unterstützt das Kind, man unterstützt das Baby, selbstständig zu essen. Deswegen habe ich erwähnt, dass Baby-led Weaning eine sehr gute Kombination ist, wenn du Beikost nach Montessori machen möchtest. Ist es ein ganz toller Startpunkt, mit Baby-led Weaning sich zu beschäftigen, weil dort gelten die gleichen Prinzipien. Das Kind füttert sich selbst. Das Kind übergeht zur festen Nahrung auf eigene Art und Weise, mit seinem eigenen Tempo, und es hilft, sich selbst zu füttern. Man braucht keine Mama, um Essen in den Mund zu schieben, weil das Baby ist in der Lage, sobald es greifen kann, selber nach dem Essen zu greifen und das Essen sich selbst in den Mund zu stecken und zu kauen. Ja, obwohl es keine Zähne hat, kann das Baby mit Gaumen kauen und sehr gut alles zerkleinern und so sich selbst füttern. In Montessori-Pädagogik traut man dem Kind einiges zu. Das Kind kann sich selbstständig die Hände waschen. Das Kind kann selbstständig den Tisch decken. Das Kind kann selbstständig sich Essen zubereiten. Das Kind kann selbstständig essen. Das Kind kann sich selbstständig Wasser einschenken. Das Kind kann selbstständig nach dem Essen den Tisch aufräumen. Das Kind kann selbstständig Geschirr waschen. Und das ist alles, was man von einem Kind erwartet, aber auch was man dem Kind zutraut. Um das alles zu erreichen, muss man natürlich zuerst eine vorbereitete Umgebung schaffen. Und das ist das nächste Prinzip, wie man mit Beikost anfängt. Man fängt mit der Vorbereitung an. Vorbereitung von sich als Eltern, Vorbereitung von der ganzen Umgebung. Wie würdest du da vorgehen? Als erstes würdest du in deiner Küche oder in deinem Esszimmer einen Platz definieren, wo das Kind, wo das Baby seine Mahlzeiten zu sich nehmen wird. Es muss ein fester Platz sein. Es ist genauso wie die vorbereitete Kinderzimmer nach Montessori. Das Kinderzimmer wird in vier Bereiche aufgeteilt. In einem Bereich
ruht sich das Baby, im zweiten Bereich wird das Baby gewickelt, im dritten Bereich spielt das Baby und im vierten Bereich wird das Baby gestillt, sprich das Baby bekommt Mahlzeiten. Und dadurch, dass man gleich von vorne diese Bereiche im Kinderzimmer definiert und das Baby weiß ganz genau, dass an diesem Sessel komme ich mit meiner Mama, wenn ich Hunger habe, wenn ich Mahlzeit zu sich nehme, kann das Kind bereits eine innere Ruhe schaffen, weil diese Ordnung, wonach das Kind verlangt, wird dadurch geschaffen. Und das ist die Aufgabe von uns Eltern, diese Ordnung für das Kind zu schaffen, ihm Indizien zu geben, wo genau was stattfinden soll. So bestimmte Orientierungspunkte, weil das Kind kommt auf diese Welt und weiß gar nichts, weiß keine Zeitkonzepte, keine räumlichen Konzepte und so weiter. Aber es ist eigentlich ein anderes Thema. Wir sind hier bei Beikost und als erstes definierst du einen Platz. Hier möchte ich, dass das Baby Essen zu sich nimmt. Nach Montessori empfiehlt es sich, einen Kindertisch zu beschaffen, wo das Kind das Essen zu sich nehmen wird. Sogenanntes Weaning Table, wo genau dieser Übergang zu festen Nahrung stattfinden soll. Es ist natürlich gut, wenn der Tisch so klein ist, dass es für das Kind passend ist. Der Stuhl, wo das Baby sitzt, soll auch so Armlehne haben, dass das Kind irgendwie nicht rausfallen kann. Aber eine von den Voraussetzungen ist natürlich, dass das Kind selbstständig sitzen kann. Was gehört noch zur vorbereiteten Umgebung? Wie ich bereits erwähnt habe, in Montessori decken die Kinder den Tisch selber ein. Deswegen musst du natürlich dem Kind bestimmte Indizien geben, wie das erfolgt. Und in Montessori-Kinderhäusern findest du sogenannten Tischsets mit bestimmten Hinweisen für Kinder, wie sie den Tisch decken sollen. Du wirst natürlich dort einen Platz für den Teller finden, wo das Glas hingeht, wo Gabel hingeht, Serviette, Löffel und Messer. Und da sind alle Hinweise, die dem Kind zeigen, wie das Kind selbstständig den Tisch decken soll. Wie ich bereits erwähnt habe, in Montessori, die Kinder sind sehr, sehr selbstständig, sie waschen sich selbst die Hände. Deswegen musst du überlegen, welche Möglichkeit bietest du deinem Kind, die Hände selbstständig waschen zu können. Sei es ein Hochstuhl, wo das Kind draufklettern kann und selbstständig Wasserhahn aufmachen kann. Und die Seife liegt auch in der Nähe, sodass das Kind alles selbstständig erreichen kann. Oder du kaufst dir so einen Waschtisch und bietest das dem Kind in so eine Variante an, wie das in klassischem Montessori wie das in einem klassischen Montessori-Zimmer zu sehen ist. Oder du überlegst dir eigene Variante. Wir haben hier so einen Getränkespender dafür umgewandelt. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Und damit das Kind den Tisch selbstständig decken kann, muss das Kind natürlich Zugang zum Geschirr haben. Und das bittest du dem Kind in dem Schrank oder auf dem Regal an, wo das Kind selbstständig drankommen kann, dass es in seiner Höhe ist, dass das Kind das rausholen kann und zum Tisch bringen kann. Auf die ganzen Einzelheiten werde ich in einem separaten Video eingehen, wie man die Küche einrichtet. Ich werde das hier jetzt nicht näher eingehen, aber du hast die Idee verstanden. Die Eltern bereiten die Umgebung vor, wo das Kind essen soll. Natürlich, mit 6 Monaten wird dein Kind die Hände nicht selbstständig waschen und den Tisch nicht selbstständig decken. Das erfolgt sukzessiv, aber das Kind weiß bereits, wo die Sachen liegen. Das Kind hat diese Umgebung, womit er sich vertraut machen kann. Und später, wenn es laufen kann, wirst du schauen, was er alles machen kann, was er selbstständig mal alles machen kann, wenn du ihm davor immer alles gezeigt hast und als Vorbild alles vorgeführt hast. Zu diesem Punkt möchte ich noch was erwähnen, also meine persönliche Erfahrung. Wir haben kein Weaning Table von Montessori Shop gekauft, sondern haben uns einfach aus IKEA was besorgt. Da könnte man auch die Beine von den Stühlen schneiden, so dass das Kind sehr bequem drauf sitzt und die Beine auch den Boden berühren. Das ist übrigens wichtig, weil die Kinder essen besser, wenn sie Kontrolle darüber haben, also wenn sie Kontrolle haben, dass die Beine auf dem Boden liegen und sie nicht irgendwo in der Luft baumeln, haben sie besseren Appetit. Das habe ich irgendwo mal gelesen, das ist auch wissenschaftlich bewiesen. War ein interessanter Fakt für mich. Auf jeden Fall musst du gucken, dass dieser Tisch und der Stuhl für dein Kind passend ist.
Wir haben das jetzt nicht so gemacht. Wir hatten einen Hochstuhl, was natürlich auch ganz legitim ist heutzutage. Ja, kann man Montessori auch mit einem Hochstuhl machen, es ist kein Problem. Bei uns hat mit diesem Winning Table von vorne nicht so geklappt, weil Andreas erst mit 9 Monaten selbstständig sitzen konnte. Und Beikost haben wir bereits mit 5,5 Monaten eingeführt. Und ich habe natürlich nicht hingesetzt. Also solange er nicht selbstständig hinsetzen konnte, saß er auch nicht mal im Hochstuhl, sondern eigentlich auf dem Schoß bei mir. Deswegen hat es mit diesem Winning Table nicht so ganz funktioniert. Aber es gibt bestimmt Babys, die auch mit 6 Monaten frei sitzen können. Und da kann man das ausprobieren. Jetzt ist dieser Winning Table, also Kinderesstisch, sehr beliebt bei uns. Wir nutzen das gerne, vor allem wenn die Kleinen Snacks haben, können sie sich selbstständig Snacks rausholen und an diesen Tisch bringen und essen. Also wie du siehst, bevor man mit der Beikost beginnt, musst du als Eltern ziemlich viele Vorbereitungen treffen und deine Küche entsprechend gestalten, damit dein Baby sich selbst helfen kann. Man sagt noch in Montessori, alles hat einen Platz und alles ist an seinem Platz. Also es gibt eine bestimmte Ordnung, die man schaffen soll, so dass das Kind sich am besten orientieren kann. Und nun möchte ich zu dem dritten Prinzip übergehen. Und hier haben wir bereits darüber gesprochen, wieso wir das alles machen, dass wir Selbstständigkeit in unserem Kind fördern möchten und unterstützen möchten. Wir haben über die vorbereitete Umgebung gesprochen. Das ist sehr, sehr wichtig, erstmal diesen Grundrahmen zu schaffen, wo sich das Baby bewegen wird. Und drittens, was ich sagen möchte, was sehr wichtig ist, ist natürlich Modeling. Also ich als Eltern bin ein Vorbild für das Kind. Es ist egal, was ich sage, wichtig ist, was ich mache, wie ich das mache, was ich dem Kind zeige. So lernen die Kleinen am schnellsten. Die lernen nicht, wenn Mama immer wieder was erzählt, dabei was anderes tut. Ja, das wird nur verwirren, das Kind. Das heißt, du als Erwachsener bist ein Vorbild. Also, der Beikosttag ist jetzt da. Du hast bereits die ganze Umgebung geschaffen. Du weißt, wieso du das machst, um Selbstständigkeit in deinem Kind zu fördern. Und du bist sehr aufgeregt und setzt dein Baby an den kleinen Winning Table. Wie gesagt, in unserer Erfahrung war das nicht so. Ich habe das Kind auf meinen Schoß hingesetzt, aber zusammen mit der ganzen Familie. Wir haben immer gemeinsame Mahlzeiten gehabt. Wieso ist es sehr wichtig? Das ist wichtig, dass das Baby, dass der Erwachsene gegenüber dem Baby sitzt. Und dem Baby zeigt, wie man isst, wie man mit dem Besteck umgeht, wie man trinkt aus dem Glas, wie man kaut. Ein Vorbild sein ist ganz wichtig in Montessori. Wir Erwachsene sind Vorbilder für unsere Kinder. Manchmal vernachlässigen wir das und wissen nicht, inwiefern unser Verhalten, unser Benehmen das Kind beeinflusst. Und das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Wie man isst, auf gar keinen Fall vor dem Fernsehen essen und so weiter, weil das Kind saugt das alles auf und später wird wahrscheinlich gleiches Essverhalten haben. Deswegen sind wir als Vorbilder, das haben wir im Hinterkopf, und wir als Erwachsene in klassischer Variante sitzen gegenüber dem Baby an diesem Winning Table, an diesem Kinderesstisch, und da fängt die Präsentation an. Präsentation oder Darbietung ist etwas, was in Montessori auch ganz oft zu treffen ist. Auch mit Beikost zeigst du dem Baby oder machst du eine Darbietung, wie man als erstes den Tisch deckt. Das Baby hat diesen Tischset vor sich und du zeigst dem, wo der Teller hinkommt, wo das Glas hingeht, wo man Serviette hinlegt, wo man Gabel hinlegt, Löffel und Messer. Du deckst den Tisch genauso für dich ein und fängst an zu essen. Und da sieht das Kind ganz genau, wie du isst. Und da brauchst du eigentlich keine Kommentare zu sagen oder keine Wörter zu sagen. Mit seinem aufnehmenden Geist wird das Kind alles sehen und lernen und nachmachen. Und wie essen wir Erwachsene? Haben wir Plastikgeschirr? Haben wir Plastikbesteck? Haben wir einen Plastikbecher, der so sicher, auslaufsicher ist? Natürlich nicht.
Deswegen in Montessori gibt es alles nicht. Dem Baby wird gleich ein Porzellangeschirr gegeben. Das Baby ist aus einem Edelstahlbesteck und das Baby trinkt gleich aus einem Glasbecher. Somit zeigt man dem Baby, dass das Baby gleichgestellt wird mit Erwachsenen, wie der Erwachsene. Das Baby sieht es natürlich, was wie Erwachsene ist, aus welchem Geschirr das Erwachsene ist und würde sich natürlich wundern, wenn er plötzlich was anderes hat. Und man fragt sich wahrscheinlich als Eltern, ja, das ist ja Porzellan, das ist jetzt Glas, das kann natürlich kaputt gehen, das Baby ist ja nicht so akkurat, ja, das Baby kann ja das in der Hand nehmen und runterwerfen und da gibt es Scherben, das ist doch gefährlich. Ja, natürlich, das Ganze erfolgt unter Aufsicht, du bist dabei als Mama und falls das Baby das Glas runterwirft, kannst du gleich reagieren und das Baby von den Scherben fernhalten. Aber das ist auch ein Lerneffekt, was das Baby hat, weil das Baby lernt, dass das Glas kaputt gehen kann, dass der Teller auch kaputt gehen kann. Das ist etwas, was sehr vorsichtig zu behandeln ist. Und das ist etwas, was du als Erwachsener am Anfang zeigst. Du zeigst, wie vorsichtig man mit zwei Händen den Teller nimmt und auf den Tisch stellt. Wie vorsichtig man den kleinen Glasbecher mit zwei Händen nimmt und auf den Tisch stellt. Am besten zeigt man das sehr, sehr langsam, ohne Wörter, und sonst Wörter lenken nur ab, ohne Wörter, langsam und das ist einfach ein Vorbild. Du machst eine Darbietung und das Baby wird es einfach nachahmen. Das Baby wird genauso vorsichtig mit dem ganzen Geschirr umgehen, wenn du das dem Baby so zeigst. Und das ist eigentlich das Prinzip in Montessori. Man ist als Vorbild, man muss es immer im Hinterkopf behalten, was man macht, wie man das macht. Baby lernt auf diese Art und Weise, man muss ja nichts erklären, erläutern mit vielen Wörtern. Das ist alles nicht nötig, weil das, was wir sagen, bedeutet nur so wenig im Vergleich zu dem, wie wir das machen und was wir zeigen. Also, dem Kind wird zugetraut und das Kind hat auch Gefühl, mir wird es anvertraut. Ich bin ein Teil von meiner Familie, ich bekomme das gleiche Geschirr wie meine Familie, ich gehöre dazu. Und das ist ein Gefühl, was die Kinder auf jeden Fall suchen und haben wollen. Deswegen wird es auf jegliche Art und Weise unterstützt. Auf welchem Wege du deinem Baby Beikost machst, sei es Brei oder sei es Baby-led Weaning, das entscheidest natürlich du. Falls du für Brei Beikost entscheidest, musst du ein bisschen aufpassen. Du bietest dem Baby Brei in einem Löffel an, indem du einfach am Anfang, wahrscheinlich musst du dem Baby helfen, Löffel voll zu bekommen. Und du kannst den Löffel einfach auf den Teller vor deinem Baby hinlegen. Das Baby wird es selber in die Hand nehmen und in den Mund führen. Vielleicht musst du ein bisschen helfen, je nachdem wie dein Baby ist, wie seine motorischen Fähigkeiten sind. Aber versuch so wenig wie möglich zu helfen und so viel wie nötig. Ja? Es ist jetzt so eine Grenze, man darf nicht einspringen und alles für dein Baby machen, das ist gegen Montessori, sondern man versucht eine kleine Hilfestellung zu machen, so weit, dass das Baby von dort an selber das schaffen kann. Und du wirst es staunen, wenn du deinem Baby gleich Löffel gibst, wird es ganz gut und fest in der Hand halten können und wird es ganz gut auch in seinen Mund führen können. Je nachdem, wie flüssig Brei ist, das kann natürlich daneben laufen. Vielleicht musst du da ein bisschen helfen, dass das Baby Löffel horizontal hält. Aber das sind nur kleine Handgriffe, die du als Eltern machen sollst. Wenn du deinem Baby Baby-led Weaning anbietest, ist es natürlich von vorne das Konzept der Selbstständigkeit und deswegen ist es ziemlich einfach, das in Montessori zu integrieren. Der einzige Unterschied ist, dass bei Baby-led Weaning wird über Besteck irgendwie nicht gesprochen und man führt Besteck etwas später ein, aber nach Montessori kannst du es gleich deinem Baby zeigen, geben, in die Hand drücken und das Baby kann die ersten Erfahrungen damit machen. Genauso wie mit einem Becher. Wir benutzen solche Schnapsgläser aus IKEA. Wir haben die am Anfang benutzt. Die waren super praktisch, weil die klein waren, für die Babyshände genau geeignet. Und am Anfang zeigst du dem Baby, wie man trinkt. Nimm das bitte mit zwei Händen, weil die Kinder am Anfang können das nicht so gut mit einer Hand balancieren. Deswegen zeigst du das immer, wie du mit zwei Händen nach dem Glas greifst und ganz vorsichtig, ganz langsam das zu deinem Mund bringst
und trinkst. Und versuch immer deine Bewegungen zu verlangsamen, dass die Babys, dass die Kinder das besser aufnehmen können. So lernen sie am schnellsten, wie sie danach mit eigenem Glas umgehen sollen. Vorsichtig, weil das zerbrechlich ist. Was genau du deinem Baby anbietest, welche Lebensmittel, womit startest du am besten, welche Gemüsesorten und Obstsorten, das kannst du alles in diesem Video erfahren. Da gebe ich praktische Tipps, wie wir gestartet haben und was sind die besten Lebensmittel für Baby, vor allem wenn du Baby-led Weaning machst. Wenn du jetzt dich für Brei entscheidest, gelten eigentlich die gleichen Prinzipien, nur nimmst du die Gemüse und pürierst das. Von daher kann das für dich auch interessant sein. Falls du irgendwelche Anregungen oder Kommentare hast, bitte melde dich in den Kommentaren. Und ich hoffe, dieses Video war hilfreich. Schreib mir bitte, ob es für dich interessant war, hast du was Neues erfahren, ob du beabsichtigst, Montessori-Prinzipien zu Hause einzuführen und Beikost nach Montessori-Art zu machen. Schreib mir das alles in den Kommentaren, das ist interessant für mich zu wissen. Ich plane ein paar Montessori-Videos in der Zukunft, vor allem wie man diese vorbereitete Umgebung macht. Und falls du Interesse hast, das zu sehen und noch kein Abonnent bist, bitte ich dich, meinen Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Dahin wünsche ich dir alles Gute und bleib gesund. Tschüss!